Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo. Wir wollen ein bisschen weitermachen hier in unserem New Game, das ich vor kurzem begonnen habe. Wir sind hier auf Level 5 wieder. Ich meine, vom Prinzip kennen wir das alles schon. Da will ich noch gar nicht rein. Ich wollte hier das hier in der Mitte erstmal machen. Aber ich hatte das getan, um in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein schönes Mana-Shield-Zauberbuch finde, was ich nicht getan habe. Und ich habe es getan, um... und das Aufnehmen habe ich getan, weil wir eine neue Quest bekommen haben, die wir vorher noch nicht kannten. Wir suchen... ja, Duga. Ja, die habe ich vergessen. Ja, ja, ist ja gut. Wir suchen einen Magic Rock. Hast du da gerade eine Tür aufgemacht? Du bist ja ein ziemlich cleverer Dämon. Okay. Ach, das ja. Mhm. Ja, ja, wir kennen wir alle schon. Nicht das allerschwierigste aller Rätsel, die jemals ersonnen wurden in einem Rollenspiel, aber ja. So, jetzt kommen wir rausgelaufen hier. Wie kann ich an dir vorbeischießen? Du bist so groß. So, dann laufen wir hier wieder rum. So ein kleines bisschen Beschäftigungstherapie. Wie eigentlich fast alles in diesem Spiel. Aber deswegen mögen wir es. Es fordert die geistigen Leistungen des Spielers nicht wirklich heraus und kann es auch in sehr stressigen Situationen wunderbar spielen. Man muss sich nicht groß konzentrieren. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich viel. Aua! Und es hat einen gewissen Reiz. Wenn man denn mal vernünftige Sachen fände. Aua! Dann hat das Ganze einen gewissen Reiz. Allerdings, die richtig interessanten Sachen kommen ja auch erst tiefer. Da müssen wir dann noch weiter hinabsteigen ins Dungeon. Aber ja, es könnte ein bisschen bessere Sachen geben, finde ich, persönlich. Was kriegen wir jetzt? Kriegen wir irgendwie, was kriegen wir, was es hier gibt? Irgendwas mit Blut nehmen wir hin. Ach, ist das nicht diese Rüstung? Diese komische? Weiß ich gar nicht mehr. Es ist erstaunlich, wie schlecht ich euch treffe. So, du hast was fallen lassen. Schatzart. War hier nicht nochmal? Nein. Jo. Der ist immer gleich. Ja, ja. Achso, der ist not... deswegen. Okay. Na gut. Achso, dann macht er natürlich auch keine... Okay. Wir müssen ihn identifizieren, damit er seine Fähigkeiten zeigt. Okay. Okay, haben wir das hier erledigt. Dann gucken wir jetzt mal... Ja, jetzt mach die Türen auf, Mensch. Können wir verkaufen. Ihren Nerv töten im Viecher. Oh, da ist wieder der
Ich glaube, gegen Feuer immune oder so. No immunities? Na gut. Mein lieber Mann. Was kriegen wir für unsere Mühen? Ein Short Battle Bow. Na, wie wunderbar. Sonst noch irgendwas hier? Ich meine, wir haben eine Menge von euch gekillt, aber nein. Nix von... Doch. Oh, da ist das, was wir suchen. This must be what Griswold wanted. Oh, gut. Then let's give it to him. So we can make something out of it. Stuff, Gedöns. Okay. So, dann erst was wir machen. What ails you, my friend? So, Grizzy, dann zeig mal. Let me see that. Aye, aye, it is as I believed. Give me a moment. Here you are. Oh, das geht ja schnell. Pieces of the stone within a silver ring that my father left me. Ach, I hope it serves you well. Okay. Hätte es auch mal identifizieren können. Aber gut, sind wir mal nicht so. Stay a while and listen. Okay. So, dann wollen wir denn da mal schauen. Das ist das genau das Gleiche, ne? Yep. Das brauchen wir nicht. So, plus 2 to all our troops. Ah, da fehlt uns noch ein Punkt für Dexterity. Ach, das ist da so früh. Dungeon Resist All. Points plus 10. Plus 40% Light Radius finde ich natürlich schon schön. Jetzt haben wir plus 80% Light Radius. Das ist nicht schlecht. Ja, 40%, lassen wir es mal so. Mal gucken, wie das ist. So, dann verticken wir noch den Kram hier. Wow. What can I do for you? Den nicht. Den. Wow, das lohnt sich. Schauen. I sense a soul in search of answers. Es ist so bitter. Es ist alles so bitter, bitter, bitter. Okay, also wir haben jetzt 29. Es fehlt tatsächlich noch ein verfickter, also ein Punkt. Na gut. Bis wir die Waffe tragen können, also meine, sonst hat das ja keine Bedeutung. Warum dieser Rock hier rumliegt, weiß auch kein Mensch, aber gut. Haben die Dämonen da halt hingebracht. Wollen wir mal nicht weiter hinterfragen, so wo waren wir denn noch nicht? Die hier.
Quest ist raus, ne? Ja. Oh, das waren wir gar nicht. Der hat Flächenschaden ein bisschen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Fireball. Ne, ne, aber ja klar. Ist ja ein Fireball. Natürlich macht er Flächenschaden, Perks. Hm. Super Sache. Ich würde sagen, dann werden wir jetzt einfach Fireballs nehmen statt popligen Fireballs. Eieiei. Menge Geld. Vielleicht ein bisschen was wert. Aber Geldsorgen haben wir im Moment ja nicht. Wir haben ja die Sorgen, dass wir nichts mit dem Geld anfangen können. Der Shortcut. Und sonst nix. Hurra! Ich meine, wo war ich denn noch nicht? Hier, da, da. Ja, stimmt. Es geht ja in alle oder in drei Richtungen üblicherweise. Von dem Central-Bereich weg. Ja. Genau. Okay. Oh, das sieht wichtig. Hallo, liebe Freunde. Nicht magische Rex. Hat wenig. Hunter's Bow eigentlich auch nicht. Ich hab dich nicht einmal getroffen, das ist ja... Was denn? So vielleicht? Welchem Winkel muss ich zu dir stehen? Komm mal her hier, Freund. Ah, bist vielleicht völlig immun. Das kann natürlich sein. Was hältst du davon? Das magst du nicht. Okay. Das hat mich eine Menge Mana gekostet. Diese dumme Rumprobiererei. Na gut, okay. Wieder was gelernt. Wenn sie völlig immun sind, geht der Zauber durch sie durch. Ich hatte gedacht, okay. Ja, dann können wir den noch einsammeln. Dann müssen wir nämlich eh gleich zur Stadt zurück, weil wir...
kommst du denn her? Where would I put this? Hm, gute Frage. Kann dir auch nicht helfen, Wärtner. Gut, dann gehen wir zurück. Nee, erst hier. Hello, my friend. Stay a while and listen. Mhm. Okay. Was haben wir hier Interessantes? Da. Was? Was ist das für ein Scheiß? 50% Mana, Move to Health? Dankeschön, nee. Wozu sollte das gut sein? Ach so, weil wir kein Dings haben, ja. Nee, aber ich habe lieber einen großen Mana-Vorrat. Das ist nichts für mich. Wow, what can I do for you? What ails you, my friend? Dankeschön. I sense a soul in search of answers. Ja, mit so viel Geld. Können wir das ruhig mal kaufen? Vielleicht können wir sie dadurch ja animieren, dass sie vielleicht auch was richtig Nützliches im Angebot hat. Gleich ein bisschen mehr Platz geschaffen. Sehr gut. Okay, so. Hier lag da noch irgendwas rum, ne? Da. Warhammer. Okay, ist er jetzt mal Frieden? Nein. So, jetzt. Wir finden. Quilted Armor. Mhm. Mehr nicht? Aufregend. Okay. Warten Unsinn. Gut, nix. Dann geht's da noch weiter. La 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 la. Ich muss sagen, dieses Türöffnungsgeräusch, das finde ich, bin ich immer noch fasziniert von. Das finde ich so großartig. Ich wollte eigentlich dich treffen. Treffe ich euch beide nicht. Nee, super. Irgendwas? Nee. Jura, was für ein schöner Raum. So, war das alles? Nope. Da war ich aus irgendeinem Grund noch nicht. Okay.
Steigen wir auf, dauert noch. Ja, bin jetzt irgendwie am Grund wieder weggelaufen. Aha. Purifying Spring. Aua. Okay, warum ist hier dieser Grafik-Glitch? Einfach nur so. Oder Lighting-Glitch. Purifying Spring war irgendwas mit Hitpoints, glaube ich. Weiß gar nicht mehr. Ah, Mana. Okay, Cookie-Clicker. Na gut. Ja, das... ist ja eine Tätigkeit, die ist ja hochspannend. Wow. Gedrückt halten geht nicht? Nee. Ja, das ist... muss man schon Langmut für haben, wenn man seine Magie wieder vollständig auffüllen will. Das Geräusch ist auch überhaupt nicht nervtötend. Also das ist quasi wie eine Symphonie. Also irgendwer ist auf die Idee gekommen, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Naja. Blizzard. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind diese Purifying die Springs in Hellfire erst dazu gekommen, das weiß ich gar nicht. Dann wäre es Sierra. Aber, also, irgendwer ist dafür verantwortlich. Naja, ich will auch ganz voll sein. Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. So. Das war jetzt aber alles, ne? Ja. Moment. Drei Treppen? Ah ja, klar. Eine zurück zur Dings. Zur Dings. Stadt. Dorf. Okay. Level 6. Aua, war das nötig? War das nötig? Unfreundlich hier. Oh, Uglies. Oh, und ihr, Fire Clan. Fireball magst du trotzdem nicht, ne? Obwohl du vom Fireclan bist. Naja. Aber wir können ja mal... Ja, das ist besser. Langsam kommen wir wieder in die Bereiche, wo ein Mana-Shield wirklich hilfreich wäre. Ich meine, ich habe noch eine Scroll. Aua! Die könnten wir uns bei Zeiten noch holen. Ist das was hier?
Oh, die schon wieder. Die hatten wir lange nicht. Aber die war, glaube ich, gar nicht schlecht. Da gab es, glaube ich, irgendwas Interessantes. Weiß ich nicht mehr. Du glitschst hier einfach so durch die Tür. Findest du das fair? Wow. Da mal lieber das hier. Geh mal weg da. Du siehst wichtig aus. Dich bringen wir mal lieber schnell um. Bevor ich auch nur deinen Namen lesen konnte. So, möchte noch jemand Stress hier? Offensichtlich. Wieso kann ich dich nicht treffen? Fountain of Tears klingt nicht so wahnsinnig freundlich. Potion of Mana, die kann man gebrauchen. Das weiß ich doch nicht. Okay, ja, ich sehe schon. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? Irgendwas Neues? Nope. Du vielleicht. Bitte, bitte, bitte. I sense a soul in search of answers. Haben wir Lightning War schon? Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir es mal. Einfach nur, weil wir es noch nicht haben. Gold. Noch irgendwas hier? Nope. Hoppala, falscher Zauber. Gibt nicht mal eine Meldung. Okay, da hat sich irgendwas verändert.
105. 22. Plus 1, minus 1. Sonst irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Oh, Vitality kann ja ruhig einen runter, das schadet ja nichts. Oder war es mehr? Nee. Upp, nehmen wir. Okay, hier lag noch ziemlich viel rum, wenn ich mich recht entsinne. Hier zum Beispiel. Aua. Auf der ganzen Leichen sieht man die Items gar nicht. Okay, und du hast offensichtlich Skullcap fallen lassen. Hier ist nichts mehr. Okay, da geht's noch weiter. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt können wir nochmal zurück, verkaufen den Schrott. Und dann identifizieren können wir ja noch viel. Ist da was Interessantes dabei? Hello, my friend. Stay a while and listen. Nee, ist es nicht. Natürlich nicht. Well, what can I do for you? Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Dann werden wir die Chamber of Bone nochmal machen. Und vielleicht passiert ja noch was Aufregendes. Okay, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.